mein neues Zuhause im Ausland. Let's go mit Paul. Ist der ausgewandert nach Valencia? Bienvenidos a Valencia und auch... Buenos dias. Nochmal. Chupame la pinga, cabrón. Bienvenidos a Valencia und zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind in fucking Spanien. In der Stadt, wo ich sonst noch nie vorher war. Valencia. Ballern heute hier erstens mal ein paar geile Sessions raus. Zweitens steige ich euch so ein bisschen die Stadt und... Das wollte ich gerade sagen, Abdu. Paul ist wirklich konstant unterwegs am Reisen, ne? Das finde ich krass bei Paul. Der reist rum und zieht trotzdem alles durch. Sein veganen Scheiß-Lifestyle da, ich weiß, kann man von halten, was man will, aber er ist clean und er zieht durch. Das ist krass. Wenn ich unterwegs bin, das fällt mir immer unfassbar schwer. Ronk 1, danke fürs Abo, Digga. Und drittens gehe ich darauf ein, wieso vielleicht hier bald ein neues Zuhause stehen könnte. Die Gegend, in der ich mich hier niedergelassen habe, ist auf jeden Fall nicht die schönste, muss man sagen. Hier ist es generell ein bisschen... Warum ist das Standardviertel? Ein bisschen schwieriger, da hinten vielleicht, sage ich mal, in eine gute Lage zu kommen, würde ich sagen. Also es gibt nur wenige Orte oder wenige Straßen, wo dann wirklich mal schöne Gebäude sind. Oder halt einfach, wenn man genau im Zentrum ist, so wie eigentlich in den meisten Städten. Auf jeden Fall hier ist, würde ich sagen, nicht die geilste Lage. Aber was soll's, ist auch scheißegal, wir schlafen ja noch hier. Und jetzt kommt der wichtigste Part des Tages, das Gym. Und das ist hier absolut wild. Wir steigen erst in unsere Luxuskarre. Ich muss erstmal aufsperren hier. Schöner Seat Ibiza. Und der hat auch gut Dampf dahinter, also der ist echt nicht schlecht. Paul, was erzählst du? Der Seat Ibiza, der hat doch keinen Dampf. Das ist doch kein Cupra, Junge. Oh. Das Gute ist, wir fahren noch 10 Minuten ins Gym, was ich tatsächlich zufällig gefunden habe. Und das ist... Ich glaube, der fährt zum ersten Mal ein Auto mit über 100 PS. Das ist wirklich, ich würde sagen, eines der coolsten und geilsten Gyms, wo ich je war. Da macht Training halt wirklich Bock. Ich habe die letzten 3 Tage... Also ich habe nach meinem Tattoo am nächsten Tag Beine trainiert, einen Tag Pause gemacht und dann bin ich ins Training gegangen. Aber ich habe es wirklich alle 2 Stunden eingecremt und er ist perfekt abgeheilt. Vier Tage, ich bin jetzt schon 4 Tage hier. Auch eigentlich fast jeden Tag trainiert, weil es einfach babamäßig ist. Also ich zeige euch mal, wovon ich spreche. Und zwar Icon Gym. Es sieht von außen schon absolut mächtig aus. Und dann, wenn man gleich hier reinschaut, ich... Geil, mit diesen Granitfliesen da. Hinterm Logo, das sieht schon wild aus. Ich zeig's euch mal hier. Können wir schon mal ein bisschen durchlupen. Ihr werdet es sowieso gleich sehen. Aber hier drinnen verbirgt sich auf jeden Fall. Onkel, mach mal diesen, lass mal diese da weg. Komplett, bitte. Danke dir. Auf jeden Fall ein Schatz. Ein Schatz für alle Bodybuilding-Begeisterten. Vor allem hier mit den Palmen, Leute. Das ist einfach ein Vibe. Das ist ein Vibe. Die App habe ich natürlich sogar schon am Start. Also der Look hier. Boah, ich bin auch auf die Gyms gespannt in Miami und in Orlando, ne? Da bin ich sehr, sehr heiß drauf, Mann. Hier ist halt einfach wirklich Next Level. Ich bin jetzt am Laufen und wärme mich aus. Und dann kann man einfach hier rausschauen. Das ist ja absolut wild. Ich hab Pool Day, hab Bock, freue mich drauf. Hier gibt es nämlich extrem viele Maschinen. Genauso Outdoor wie Indoor gibt es eigentlich so dasselbe Setup. Also man kann sich entscheiden, ob man Outdoor oder Indoor trainieren möchte. Ich bleibe auch Outdoor, das ist einfach geiler. Wir starten jetzt doch hier drin in den Disco-Raum. Junge, Outdoor-Gym. Man kann mich überhaupt irgendwie annähernd hören. Aber unser Latt wird heute mit Frontlight-Pull dann als erste Übung komplett zerlegt. Draußen ist die Maschine gerade besetzt und ich wollte einfach eine bisschen andere Übung als letztes Mal machen. Da habe ich die Latzugmaschine gemacht, deswegen jetzt hier Frontlight-Pull dann. Aber ist auch geil, dass die Musik so laut ist. Da gibt es zumindest Stimmung. Stimmung, Baby! Okay, let's go. Easy. Es geht gut. Ja, Mann, da will ich auch trainieren. Zoo Culture, das ist wild. Okay. Stabil. Nice, nice. Digga, mein Rücken ist jetzt schon pumped. Jetzt geht's draußen weiter. Es gibt einige gute Maschinen, die frei sind. Hier ist so, würde ich sagen, 10, 11 Uhr wahrscheinlich Peak-Zeit, weil die meisten in Spanien, Italien, zumindest so wie ich mitbekommen habe, immer sehr früh ins Gym gehen. Das ist halt einfach vormittags. Aber ich finde es auch sehr, sehr geil, um die Temperatur, um die Uhrzeit zu trainieren. Also, machen wir weiter. Der Thebergriff hat sich gerade schon beim Aufwärmen sehr, sehr geil angefühlt. Was auch krass ist, Paul dreht diesen Vlog komplett ohne Kameramann. Ne? Der ballert einfach sein Stativ irgendwo hin und dann entstehen solche Aufnahmen. Das ist auch krass. Ne? Wasserflasche, ich wünsche dir viel Erfolg. Weil der wirklich ordentlich den Latt abzieht. Ich greife extra nicht den oberen Griff, weil ich nicht meinen Trapezer steuern möchte. So nach. Ja, Sem-Sulek-Style, aber ein geiler Quali. Von meinem Latt, da versuche ich die Ellbogen so nah wie möglich am Körper zu lassen, um den bestmöglich zu treffen. Ab, ab, ab. Ich
der Bedeutung gibt es jedes Mal Eiersalat. Es geht wieder drinnen weiter mit einer Trapezmaschine. Ich mache ja so 3 Rückenübungen. Dafür die Sätze versuche ich relativ intensiv zu gestalten. Insgesamt 12 Sätze. Passt eigentlich sehr, sehr gut. Diesmal jetzt hier an einer geführten Rudermaschine mit Brustpolster. Allerdings das Brustpolster nicht lang genug mit dem Range of Motion, sondern weil ich mir einfach was gebaut habe. So einen Sandsack dahin gehauen, dann habe ich mehr Range of Motion, kann mehr. Zu viele Bros-Videos geguckt, der Paul. Ja, meine Schulterblätter aufmachen, mein Trapez stretchen und hoffentlich mehr Gains machen. Aber geiles Gerät. Alter. Der Lat ist auf jeden Fall pumped, stabil. Der Schweiß ist heute auch mal da. Also war das gut. Die haben sogar heute, das war noch kein einziges Mal, wie ich hier war bis jetzt, den Ventilator angeschalten. Also es muss wohl echt wärmer als sonst sein. Testen wir mal kurz an hier, wie sich die hintere Schultermaschine anfühlt. Ich schwör's euch, der macht alles richtig. Der macht alles richtig. Kaum wird's kalt und eklig in Deutschland oder Österreich, verpisst er sich. Da, wo es warm ist. Ja. Warte mal, weißt du, was ich mein? Also, weißt du, was ich mein? Gepflegter Bodybuilding und Unterhalt. Und hier ist Schwarzwald John. Okay. Ziemlich nice. Ich fokussiere mich jetzt übrigens bei hinterer Schulter ein bisschen mehr darauf. SZ-Stange. Also, weißt du, was ich mein? Dankeschön. Dass ich meine Schulterblätter nicht so nach hinten abspreiz und sich so krass bewegen, sondern dass ich sie mehr... Der Mark 96. Also, weißt du, was ich mein? Dankeschön. ...stabil halte oder eigentlich die ganze Zeit den Rücken und die hintere Schulter angespannt lasse. Und so spüre ich die hintere Schulter auch ein bisschen mehr und habe halt weniger dieses krass abstehende Schulterblatt, was bei mir sowieso schon relativ abstehend ist. Geiler Song im Hintergrund. Yeah. Reaper, danke dir fürs Abo, Junge. Und damit haben wir einen Hype-Train am Start. Okay, ich habe jetzt mal auf Sam Sulek-Style mein Mikrofon befestigt. Jetzt bin ich bereit für die letzte Übung. Der befestigt es einfach an seine Haare, geil. Ich mache heute ein bisschen Oldschool. Einfach mit Langhantel, habe ich Bock drauf. Der Turm hier bietet sich an. 50 Kilo. Und dann machen wir ein paar Curls und pumpen den Mini-Arm nochmal auf. Als letzte Übung. In keinem Gym noch eine vorgefertigte 50er Langhantel gesehen. Geil. Bei mir hören die bei 25 auf. Und das ist einfach zu leicht. Junge, mein Arm. Regen lief heute aber echt super, also ich kann mich beschweren. Rückenübungen alle mega gespürt, auch gut geschwitzt heute. Ich habe auch mal eine kleine Mate vom Training gehabt, weil ich gerade ein bisschen was ausprobiere. Werde ich nachher dann noch genau erfahren. Was probierst du aus? Fleisch essen oder was? Was? Es läuft einfach und es macht Bock, Alter. Unter freiem Himmel hier bei 25 Grad, was will man mehr? So, kurzes Rückenupdate auf Pump. Fühle ich mich gerade echt ziemlich gut. So sieht er immer noch schmal aus, leider. Junge, die Arme vom Paul sind einfach nur wild. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Der hat so eine geile Optik, Mann. Schwör's euch, wenn ich so aussehe, ich würde niemals mit den Gedanken rumspielen zu stoffen, wenn ich so eine Optik hätte. Never. Auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass mein Unterrücken reicht vollkommen. Unterrücken halt sehr, sehr schwach ist und vor allem in der Doppelbizeps. Aber man muss sagen, Paul hat seinen Rücken extremst verbessert. Extremst. Ist immer noch hier unten schwach in dem Bereich, aber er hat es wirklich extrem verbessert. Der obere Bereich, er hat auch letztens Bilder gepostet in der Story, so vorher, nachher, Transformationsbilder von der Doppelbizeps von hinten, da sieht man wirklich, dass er sich extrem verbessert hat. Fehlt halt auf jeden Fall Fleisch, das heißt, vielleicht werde ich jetzt demnächst mal starten, meinen unteren Rücken nochmal explizit zu sehen, das habe ich eigentlich schon mal gestartet, aber war mir dann irgendwann zu viel Volumen, weil ich wirklich viele Rückenübungen gemacht habe, aber jetzt, wo ich nur noch 3 Rückenübungen mache, und 2 andere an meinem Pulltag können es eigentlich ganz gut passen, wenn ich da noch eine Übung unterer Rücken einbaue, um den vielleicht nochmal auf Vordermann zu bringen. Ansonsten, erfolgreiches Training gehabt. Licht hier. Ist absolut grandios. Jetzt geht's erstmal essen. Sehr gerne, Onkel. Das haben wir wieder. Back in the apartment. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie ich hier zu Hause, weil... Wo ist denn Camilla? Bist du alleine on Tour, Paul? Ohne deine Frau? Ja. Lässt du die Frau ackern oder was? Es ist entspannt,
aber klein. Also hier haben wir schon mal die unaufgeräumteste Küche, die ihr wahrscheinlich je noch im Leben gesehen habt, weil sie ist sehr klein, ist nicht viel Platz und ich benutze jeden Tag dieselbe Pfanne, dasselbe. Digga, nimm doch ein anständiges Apartment, was ist das denn? Steck, das wasche ich einfach kurz ab und mach dann weiter, ohne es hier aufzuwischen, weil ich eh nur eine Woche hier bin, dachte ich mir, ach scheiß drauf, komm, ich brauche jetzt nicht aufräumen. Ich habe gar keinen Bock dazu, jetzt, wenn ich hier nur eine Woche bin, dann die ganze Zeit aufzuräumen. Ansonsten hier ein kleiner Esstisch, da ein kleiner Chillbereich und hier im Prinzip das Bett ist jetzt nur noch. Der lebt wirklich da im kompletten Dreck, ne? Trennt durch diese kleine Wand hier. Aber eigentlich ganz okay, das Gute ist, es gibt eine Klimaanlage und hier hinten noch ein paar Schränke und das. Reaper, danke dir für 5 Abos, Junge. 75 insgesamt, Killer. Das Badezimmer, das ist eigentlich auch ziemlich gut. Die Dusche ist schön renoviert. Ja, ganz ehrlich, wenn man eh dort nur pennt und kurz was sich zu essen macht und sich die ganze Zeit draußen aufhält, da wäre mir das auch egal. Hauptsache, man hat ein bequemes Bett und es ist sauber, ne? Vor allem, ich glaube, der Preis pro Nacht liegt hier bei dem Apartment nicht mal bei 100 Euro. Also ist man sehr, sehr gut weggekommen und es hat alles, was man braucht. Wenn ihr überlegt jetzt im Vergleich, Orlando 150 Euro, ganzes Haus mit 10 Zimmern, 6 Betten und Pool. Damit ihr die Relation checkt. Airbnbs in Amerika sind echt günstig. Kommt natürlich auch auf die Stadt an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da so günstig ist. Wirklich. Ich hätte wirklich mit 300, 400 Euro gerechnet bei so einem Haus. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Vor allem die Küche für mich, das ist sehr, sehr wichtig. Die Lage ist, würde ich sagen, nicht die beste, aber es könnte schlimmer sein. Ich habe in der Früh schon gesagt, dass man entweder am Zentrum wohnen muss oder irgendwo am Strand, damit ganz geil ist. Aber nachdem man hier im Auto eigentlich direkt fix unterwegs ist. Ja, genau das sage ich. Du zahlst pro Person 40, 50, 60 Euro maximal. Was das? Ich bin nicht. Je nach wie viele Personen ihr seid, ne? Kleine Küche schon mal am Auseinandernehmen. Da hinten brät ein bisschen veganes Chicken, Brokkoli, Paprika, hier Nudeln, die bereite ich gleich für nachher vor und ich schwöre euch, dieser Knoblauch, das ist einfach ein Traum. Das kostet, glaube ich, 1 Euro und du kriegst 150 Gramm geschnittenen, tiefgekühlten Knoblauch. Es ist so nice portionierbar und hält, würde ich sagen, auch ewig. Also das ist auf jeden Fall an Spanien ziemlich nice. Ich habe da jetzt noch on top so ein bisschen Guacamole rein. Geben. Ansonsten mische ich auch gerne Peanut Butter rein. Ich schaue sich derzeit so bei 3-4 Mahlzeiten bleib. Und das Ding ist, hier habe ich überhaupt nicht das Verlangen, irgendwie mir krass Süßigkeiten reinzufetzen oder zu cheaten, viel auswärts zu essen. Mein Hunger ist so niedrig wie noch nie. Das hatte ich dieses Jahr in Polen, als ich war auch, als wir die ganze Zeit so knapp 30 Grad hatten, war es einfach, ich habe dann keinen Appetit. Ich esse meistens nur kalte Mahlzeiten. So Rice Pudding habe ich meistens gegessen, Shakes, Reiswaffeln, Maiswaffeln. Ich hatte keinen Bock auf warme Mahlzeiten, wenn es so heiß war. Keine Ahnung, ob es an der Sonne liegt, ob es an der Aktivität liegt oder sonst was. Aber ich merke einfach, dass ich sogar gar keinen Bock auf Kochen habe und eigentlich jetzt nichts essen müsste. Mir würde so eine Scheibe Brot mit bisschen, keine Ahnung, veganem Schinken oder sonst was auch reichen. Aber wir wollen wachsen und uns verbessern, vor allem das Bein wieder hinbekommen. Deswegen hauen wir hier rein. Das ist eine gute Masse, obwohl ich spare auch nicht mit dem Fett. Das heißt, ich mache fast 2 Esslöffel Erdnussbutter rein. Das sind wahrscheinlich ja, 30, 40 Gramm. Dann nochmal 60, 70 Gramm Avocado. Und dann haben wir die zweite Mahlzeit für heute, die eigentlich ziemlich klein war. Die erste nämlich drin und dann warte da hinten für danach schon die nächste. Ich guck mal, Volumen seine Mahlzeit hat, ne? Masse. Also erstmal ganz im Ernst, wie königlich habe ich den mit eingepackt. Maschallah. Wunderschön, wunderschön. Nur das Ausparken ist jetzt schwer, weil... Wenn man hier die Kupplung kommen lässt, passiert irgendwie gar nichts und dann auf einmal ein Ruck ist der hinten oder vorne. Deswegen, ja, hoffen wir, dass ich überlebe. Paul am Steuer ungeheuer. Wir sehen uns gleich am Strand. Jetzt zeige ich euch mal, wie wild es da wirklich am Strand aussieht, weil das ist auf jeden Fall Amerika-Feeling. Boah, herrlich. Ich habe mir einen schönen Platz gesucht. Das Wichtigste natürlich zuerst einschmieren, damit wir nicht verbrennen und unsere Haut gut geschützt wird. Ich versuche auch nicht zu lange in der Sonne zu bleiben, vielleicht eine Stunde. Und natürlich auch nicht zu Mittagshitze. Camilla ist anscheinend nicht am Start. Der ist alleine dort. Jetzt ist es Valencia. Kurz vor 16 Uhr, damit die Sonneneinstrahlung halt nicht ganz so intensiv ist. Und wir auf unsere Haut aufpassen natürlich. Ich denke, jeder könnte langfristig nachvollziehen, dass man an so einem Ort leben möchte. Safe vor Freude. Wo es im Oktober einfach mal 26, 27 Grad hat. Und ich glaube, im Winter kriegt es hier nicht unter 15 Grad. Ich glaube, generell in Spanien, keine Ahnung, ob das überall so ist. Und ich spiele echt jetzt schon länger mit dem Gedanken, wo es für mich dann langfristig hingeht. Ich bin 23, bald 24. Habe jetzt natürlich nicht vor, irgendwo mich fest niederzulassen. Aber wenn dem so sein soll, bin ich auf jeden Fall sehr
mit den Gedanken dabei, das irgendwo zu machen, wo es auch ein Meer gibt und nicht in einer Großstadt wie in Wien. Ich verstehe den Gedanken voll und ganz, auszuwandern. Vor allem, wenn man so eine Tätigkeit hat, wo man quasi von, egal aus welchem Ort, egal an welchem Ort man sich befindet, arbeiten kann, verstehe ich voll und ganz. Den Gedanken habe ich tatsächlich auch, ja, weil es mir einfach, das ist bei mir so eine Hassliebe hier. Ich bin zwar in Wuppertal geboren, ich habe hier alles, meine Familie, meine Freunde, meine Eltern sind hier, du weißt, wo du hingehst, dein Gym, dein Friseur, so lokal, man weiß einfach alles und, aber sonst hält mich hier nichts, ja. Ich hätte schon Bock, mich zu verpissen, weil so wie es mittlerweile hier zugeht bei mir in der City, es macht keinen Spaß, es ist wirklich sehr dreckig geworden, viele, viele Junkies, Kriminalität wird auch immer höher, es macht einfach keinen Spaß, so. Und natürlich das Wetter, ne, das spielt auch eine ganz große Rolle. Und die Lebensqualität. Ich habe es jetzt gemerkt, ich war ja fast 4 Monate in Polen. Und einfach die Lebensqualität, die Menschen sind ein bisschen anders drauf. Hier in Deutschland ist das irgendwie nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin Deutschlandhasser, ich liebe das Land, ich bin hier geboren. Aber so die Einstellung der Menschen passt mir nicht. Hier ist man eigentlich einfach nur so eine Maschine. Du stehst auf, arbeitest fürs Wochenende und arbeitest für deinen Urlaub, den du 2-mal im Jahr machst. Und die Tage ziehen an dir vorbei und du mal los oder machst, so wie ich jetzt beispielsweise auch, so ich streame, ich mache meine Videos, ich mache mein Ding und ein Monat geht vorbei, der nächste Monat, der nächste und man dreht sich eigentlich nur so im Kreis. Ich weiß, Solingen ist, ich war auch, meine Ex kommt aus Solingen ist nicht cool. Das soziale Leben ist in Deutschland, vielleicht ist es in Süddeutschland anders, ich weiß es nicht, oder in Berlin ist es vielleicht auch anders, in so einer Großstadt, aber hier bei mir, Digga, du könntest, wir haben Freitagabend, wenn ich jetzt rausgehe, es ist hier tot, du kannst hier nichts unternehmen. Bestes Beispiel, Charo hat mich angerufen und gefragt, yo, lass mal eine Runde Fresskick drehen, das haben wir ja gestern gedreht mit John. Dann sagte ich, würde gerne in deine Hood vorbeikommen, sag mal bitte, wo wir essen gehen. Wo sollen wir essen gehen? Digga, ich war überfragt. Ich hab's ihm gesagt, Charo, ich so, ganz ehrlich, Wuppertal, wir haben über 300.000 Einwohner. Hier sind, glaube ich, 350.000 Einwohner. Es gibt keinen Laden in Wuppertal, wo ich meine Hand ins Feuer lege, wo ich sage, ey, das ist hier geil. Wir drehen hier ein Video. Leute werden hier hinkommen, die werden das feiern. Ich selber fahre immer nach Düsseldorf, nach Köln oder ins Ruhrgebiet, wenn ich lecker essen gehen will. Hier gibt es nichts. Die Stadt ist tot. Und es hält mich auch hier nichts. Deswegen, ich verstehe vollkommen den Gedanken, wenn man die Möglichkeit hat und auswandern möchte. Definitiv. Ich merke auch jetzt auf die neue Wohnung, dass, sage ich mal, relativ im Zentrum zu wohnen, nicht mein Anspruch mehr ist. Mir ist es einfach wichtig, geiles Wetter zu haben, dass ich viel zu Fuß gehen kann draußen, weil ich es einfach mag, an der Natur spazieren zu gehen. Und ja, Köln wäre so die einzige Alternative in der Nähe. Köln wäre wirklich, ich finde, in Köln ist die Lebensqualität viel, viel höher als hier. Da ist immer was los, du kannst was machen, du hast geile Läden, die Menschen sind cool drauf, aber hier ist Müll. Lebe seit 3 Jahren nun in Mexiko, bereue keinen einzigen Schritt. Diese Offenheit und Lebensfreude wird man nie in Deutschland finden, ja. Und natürlich ein geiles Gym zu haben und das kann man eigentlich überall auf der Welt, solange die... Safe, Immermannstraße in Düsseldorf ist geil. ...andere Umstände, was zum Beispiel bei mir halt vegane Lebensmittel sind, und einfach nur generell der Lifestyle passt. Ich gehe nicht auf Partys, ich muss nicht in den Club gehen. Das heißt, in Wien fällt das sowieso weg. Also da frage ich mich auf jeden Fall, wo es in Zukunft hingehen könnte. Da ist Spanien auf jeden Fall eine Option. Ich habe auch hier schon nach 1-2 Wohnungen geschaut. Einfach mal so. Und die Mietpreise sind auch ein bisschen besser als in Österreich und Deutschland. Also mal schauen, vielleicht, nachdem wir ja gebunden sind noch an die Wohnung, wird es dann vielleicht nächsten Jahr im Winter oder so mal in einer bisschen wärmeren Region, einfach um es auszuprobieren. Das Gute ist ja, mit einer Miete hat man jetzt nicht irgendwie eine langfristige Lösung schon mal schaffen müssen, sondern kann ja dann einfach entscheiden, nach einem Jahr, nach einem halben Jahr kann man doch kurzzeitig mieten, dass man dann wieder weg möchte und es auch nicht so geil ist. Deswegen mal schauen. Aber bis jetzt gefällt es mir einfach in Spanien, Barcelona, Valencia, Marbella. Danke dir, Boogie, fürs Abo. Weißt du, welchen Mensch? Einfach krank. Ich will einfach hier nach dem Training herkommen, am Meer sein, die Luft schnuppern, gute Laune. Man kann sich doch nichts Besseres vorstellen. Ich stehe übrigens mit meinem Stativ, also ist dezent unangenehm, aber was macht man nicht alles für ein Video? Ich bin jetzt hier in ein Restaurant. So, an der Stelle machen wir Pause. Also, vielleicht verschlägt es Paul ja tatsächlich nächstes Jahr ins Ausland.
Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.